Hilfsbereit. 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 Die hilfsbereite Kollegin unterstützte das Team. Die hilfsbereite Kollegin unterstützte das Team. Der hilfsbereite Fremde half bei der Panne. Der hilfsbereite Fremde half bei der Panne. Hilfsbereiter? Hilfsbereiter. Am hilfsbereitesten? Am hilfsbereitesten? Egozentrisch. 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 Sein egozentrisches Verhalten nervt die anderen. Sein egozentrisches Verhalten nervt die anderen. Die egozentrische Haltung beeinträchtigt die Zusammenarbeit. Die egozentrische Haltung beeinträchtigt die Zusammenarbeit. Egozentrischer? Egozentrischer. Am egozentrischsten? Am egozentrischsten. Höflich. 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 Die höfliche Geste zeigte Respekt. Die höfliche Geste zeigte Respekt. Er ist höflicher als erwartet. Er ist höflicher als erwartet. Höflicher? Höflicher. Am höflichsten? Am höflichsten. Anna ist eine hilfsbereite Frau. Sie hilft gerne anderen Menschen.
Egozentrisch ist sie überhaupt nicht. Die Nachbarn lieben Anna für ihre freundliche Artikel. Sie ist die hilfsbereiteste Person in der Nachbarschaft. Jeder mag Anna. Eines Tages trifft Anna einen schüchternen Jungen namens Max. Max hat ein Problem mit seinem Fahrrad. Anna ist so hilfsbereit, dass sie ihm sofort hilft, sein Fahrrad zu reparieren. Max ist beeindruckt von ihrer Freundlichkeit und bedankt sich höflich. Anna lächelt und sagt: "Es war mir eine Freude zu helfen." Von diesem Tag an ist Max sehr dankbar für Anna. We hope you enjoyed today's content. Let's quickly go over the answers to the quizzes here. If you're eager to take your German speaking skills to the next level, head back to our story section. With our key moment timestamps, you can practice pronunciation and rhythm using the shadowing technique. Simply repeat and echo each sentence until you can speak smoothly. If you want to stay updated with daily German sessions, don't forget to hit that subscribe button. If any of the vocabulary slipped your mind, feel free to revisit them or check out our vocabulary playlist to keep them fresh. Thanks for joining our learning journey. Let's make progress together. Subscribe now for your daily boost. See you tomorrow. Bis morgen.